Sollen wir jetzt ein Stück mit dem Plus-Minus machen? Genau. Wir haben jetzt ein Stück vorbereitet, wo das Publikum uns praktisch Entscheidungen abnimmt. Ja. Genau, und dafür gibt es hier diese Karten. Ja. Mit Plus und mit Minus. Jetzt kriegt jeder kriegt eine Plus- und eine Minuskarte. Die Idee ist folgendermaßen: Wir machen euch ein Angebot, wir fangen an zu spielen. Und wenn, jede Hälfte kann quasi eine Seite steuern. Das heißt, ihr beide könnt quasi mich beeinflussen und ihr könnt Elisabeth beeinflussen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, mehrheitlich ein Plus zu zeigen, dann werde ich das, was ich gerade tue, verstärken, vergrößern, wiederholen, weitermachen. Wenn ich mehrheitlich aus der Gruppe ein Minus bekomme, werde ich das, was ich tue, ändern oder aufhören oder in eine andere Richtung gehen. Das heißt, ihr könnt quasi den Prozess der Musik beeinflussen. Ja, müsst euch aber auch untereinander einigen, weil wenn es einen Patz gibt oder ich keine klare Entscheidung sehe, dann bin ich frei zu tun, was ich möchte. So, okay, los.